Ja, also wir befinden uns gerade in den Proben. Zu Peter Handke ist immer noch Sturm. Es spielt auf einem Jauenfeld, so einem Nichtort. Da ist ein kleines Bäumchen, eine Sitzbank und da treten die Vorfahren des Ichs auf, sozusagen. Der Wäsch und der Apfel, er ist sehr geeignet zur Erzeugung von Fruchtsäften. Obstsäften, Fruchtsäfte gab es damals noch gar nicht. Die Großmutter bewegt nur stumm die Lippen. Hat sie vielleicht einen stummen Part in dieser Geschichte? Der Welschbrunner ist sehr geeignet zur Erzeugung von Fruchtsäften, denn er hat viel Säure. Es spielt aber auch in dem Kopf des Erzählers. Also es gibt eine Art Erzählerfigur, die mit der Rollenbezeichnung Ich beschrieben wird. Stand by me in the night has come. Whoa. Und da gibt es Geheimnisse und da gibt es Abgründe, die da alle haben und eben unbeantwortete Fragen. Ne? Ich glaube, denen fehlt, dieser Familie fehlt eine Heimat. Bist du bei uns geblieben? Wirst du bei uns bleiben? Bleib bei uns. Sohn. Sturm im Kopf, vielleicht ein geschichtlicher Sturm, auf den er sich, glaube ich, bezieht, weil es ist so die andere Ebene im Stück, wo Handke doch sehr viel über die Kärntner Slowenen erzählt. Sogar Deutschland ist für mich schon der Westen, das Weltoffene. Und erst England und erst recht Amerika, das Englische. Das ist mir eine Sprache, lieber Bruder. Es ist einerseits Handkes Identitätssuche, aber auch, glaube ich, die eines ganzen Volkes, ne? Also, und die Wunden, die es hat. Das Einzige, was wir für sie tun können, ist ihnen einen Klumpen Schnee auf die Lippen zu drücken, damit sie nicht durstig sind, wenn dann der Tod kommt. Es ist ja auch ein Sprachstück von Handke hier, was er schreibt. Das ist eine ganz sehr spezielle Sprache und das Wort Sprache kommt oft vor und dass sich Abarbeiten an Sprache und eine Sehnsucht nach Sprache. Und der See? Voll mit Blutegeln. Die warten schon. Können's gar nicht mehr erwarten. Eine Heimatsuche ist das, glaube ich. Irgendwo ankommen. Vielleicht deswegen auch immer noch Sturm. Vielleicht auf dem Meer draußen. Ne? Wo ist der Hafen? Sicherheit. Geborgenheit.